Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu 30, vielleicht höchstens 40 Minuten mit dem Barden, The Bard, William Shakespeare. Die Musik, die Sie gerade gehört haben, Atalanta March, das war eine jener Auftrittsmelodien, die gespielt wurde, wenn damals die Schauspieler die Bühne betraten. Denn die Stücke waren eigentlich genau wie das, was Sie eben gesehen haben, eigentlich die Vorfahren der Musicals. Und wenn Sie genau zugehört haben bei That's Entertainment, dem allerersten Stück, das gespielt wurde, war die zweite Zeile Let's play some scene from Shakespeare und die fünfte Zeile war All world is a stage. Die Welt ist eine Bühne. Beides Zitate von William Shakespeare. In die Welt will ich Sie kurz einführen. Ich werde einige wenige Minuten darüber erzählen, wer war der Mann eigentlich, warum war er so bedeutend und was bedeutet er für uns. Und danach dann wird hier eine Welturaufführung stattfinden. Ein einzigartiges Erlebnis. Ich verspreche Ihnen, dass es das so auch nie wieder geben wird. Ganz einfach deswegen, weil das Ensemble so auch nie wieder zusammenfinden wird. Sie werden überrascht sein, wer gleich alles auf der Bühne steht. William Shakespeare. Das sind alle Schreibweisen, die er selber verwendet hat. Es gab vor ihm noch keine Rechtschreibung. Nach ihm gab es eine. Es gab vor ihm eigentlich auch noch kein, wenn man so will, nicht wirklich Englisch. Aber nach ihm gab es Englisch. Ich habe mich eben mit einer jungen Dame unterhalten, die ihr Abitur über Shakespeare mitgemacht hat. Und die sagte, Mensch, der hat ja 800 bis 1000 Wörter erfunden, die heute in der englischen Sprache verwendet werden. Also eine unglaubliche Sprachkraft, im Deutschen nur vergleichbar mit Heinz Erhardt. Den Namen hatten wir eben. Wer hat hier gelacht jetzt gerade? Sie lachen den Lektor aus, morgen keinen. Nein, nein, nein. Das Wort nichtsdestotrotz kennen Sie doch alle, oder? Wer hat das schon mal verwendet? Ja, also, das Wort bedeutet gar nichts. Es ersetzt trotz alledem Umständen mache ich dies und jenes. Nichtsdestotrotz heißt gar nichts. Das ist von Heinz Erhardt aus einem seiner Kabarettprogramme und wurde vor 3 Jahren in den Duden aufgenommen. Und genau so eine Ansage war dieser Mann, von dem wir seit 20, 30 Jahren viel mehr wissen, als noch zu meiner Schulzeit, als bezweifelt wurde, gab es den überhaupt? War das irgendein Earl of Somerset, der es gemacht hat? Heute wissen wir ganz genau, wann er gelebt hat. Von 1547 lebt er bis 1616. In Stratford-upon-Avon, einem kleinen Kaff, Avon bei London. Sein Vater war Handschuhmacher, aber wir wissen, dass der Vater dem Jungen eine fantastische Ausbildung hat zukommen lassen. Er hat ihn in eine Lateinschule geschickt, da freuen wir uns alle. Heute würden die Kinder wahrscheinlich rennen, aber er hat da eine Menge gelernt. Er heiratet jung und zwar eine 10 Jahre ältere Frau, Anne Hathaway, der in seinem Testament sein zweitbestes Bett vermacht. Ich vermute mal, das Liebesleben der beiden hat nicht zu Heldendramen gereicht. Er schreibt in seiner Zeit Dramen ohne Ende. So viele Dramen, 38 Stück wahrscheinlich, 37 oder 38, man streitet sich. 125 Sonette, mehrere epische Verslyriken. So viel, dass man immer sagt, Mensch, das kann ein Mann gar nicht geschrieben haben. Und dann verschwindet er auch noch einige Jahre. Ein paar Jahre können wir ihn nicht nachweisen. Heute weiß man, wo er war. Männer, haltet eure Frauen fest. Er war beim schönsten Mann Englands. Er war bei keinem anderen als Henry Risley. Das war die Stilikone seiner Zeit. Ja, das war der absolute Superstyler und Hipster gleichzeitig. Das war eine Möglichkeit, mit Bart, ohne Bart, sah er manchmal auch so aus. Das war der Earl of Southampton, das ist der Mann, der Virginia gegründet hat, die Kolonie. Also durchaus ein Raufbold, durchaus auch ein Soldat, aber eben ein Mann, ein bisschen androgyn. Wahrscheinlich ist er der Erfinder der Gendertechnik und des Genderforschens, keine Ahnung. Also er war, glaube ich, beides und deswegen weiß man auch, dass Shakespeare ihm 5 Sonette, 5 Liebesgedichte gewidmet hat. Und bei dem hat er gelebt. Also viele Leute sagen, wahrscheinlich haben die beiden sich sehr gerne gemocht. Ja, in jedem Falle Henry Risley. Dann gibt es noch eine Figur, die wichtig ist in der ganzen Geschichte, ohne die das elisabethanische Drama nie möglich gewesen wäre, nämlich William Kemp. Will Kemp, wissen wir heute, war der Mario Barth seiner Zeit. Der trat auf der Bühne auf und dann gehörte die mindestens 20 Minuten ihm. Jonglage, Spiel mit einem Hund, Witze, alles mögliche, schmutzige Witze vor allen Dingen. Die anderen Schauspieler haben dann Essen geordert, haben hinter der Bühne gesessen und gefuttert.
Weil wenn Kemp einmal von der Leine gelassen war, war nichts mehr zu machen. Als er eine Wette verliert und auf einem Bein von London nach Portsmouth hüpft, dabei Flöte spielt und mit seinem Hund Faxen macht, säumen 75.000 Menschen die Straße. Gemessen an der heutigen Bevölkerung wären das 8 Millionen Engländer. Die Mörder standen, um William Kemp zu sehen. Shakespeare schreibt für ihn die berühmteste Rolle seiner Dramen, der dicke Ritter Falstaff. Jede dritte Pub in England heißt The Falstaff Inn, wird für ihn geschrieben. In Heinrich der V. stirbt Falstaff im ersten Akt in der zweiten Szene. Alle fragen sich, hey, wieso hat er diese tolle Figur sterben lassen? Ganz einfach, super einfache Lösung. Heute wissen wir es, der Mann hatte gekündigt. Der hatte gekündigt, hatte für mehr Geld die Kompanie gewechselt und damit war die Rolle weg und deswegen stirbt der Mann ganz am Anfang dieses Dramas und alle Leute waren enttäuscht. Man muss wissen, was war damals die Konkurrenz zu Theater und in denselben Theatern aufgeführt? Bärenhatz. Bären wurden angebunden an eine Stange und dann wurden Hunde draufgerissen, draufgehetzt und man wettete dann, wer stirbt, der Bär oder die Hunde. Das andere sehr beliebte Sportart damals, man setzte einen Affen auf ein Pferd und hetzte Hunde drauf und ergötzte sich dann daran, wie der Affe in Todesangst versuchte, das Pferd zu reiten. Das war sehr brutal, das waren sehr harte Zeiten, die Pest ging immer wieder durch London hindurch. London müssen sich als ein unglaublich enges Loch mit 30, 40, 50.000 Einwohnern pro Stadtteil vorstellen, aber man ging fast jeden Tag ins Theater. Es war die einzige Vergnügung. Darum die vielen Stücke. Die Leute wollten unterhalten werden. Das war wie Telenovelas heute, wenn sie heute dann, keine Ahnung, irgendwas, gute Zeiten, schlechte Zeiten sehen. So liefen damals die Theaterstücke. Die Schauspieler wussten oft gar nicht, was sie machen sollen. Sie bekamen nur eine kurze Anweisung, gingen raus und spielten. Und hinten schrieb Shakespeare das Ganze schnell runter für den nächsten Abend. Oft wurden die Szenen an die Bühne geklatscht hinten und man guckte schnell nochmal drauf, was muss ich spielen. Genauso läuft heute Abend. Das war nicht despektierlich gemeint, wir wollten das alles nur so authentisch machen wie irgend möglich. Dazu kommt, wie gesagt, dass wir diese Idee, das zu tun, vor 4 Tagen hatten. Da waren wir in guter Laune, jetzt sind wir es nicht mehr. Und einige Schauspieler wurden durch Handauflegen ernannt, andere haben sich freiwillig gemeldet. Und wenn Sie jetzt von der Besatzung einige Leute nicht mehr finden, die sind in Tenderboote gesprungen, um dem Abend zu entkommen. Aus dem Grund machen wir auch kein Theaterstück, es ist eine szenische Lesung, das heißt, wir lesen das Stück schon gespielt für Sie vor und wie gesagt in homöopathischer Dosierung. Kurz noch die große Patronin des Theaters, der Geldgeber, der Hauptsponsor war die englische Königin Elisabeth I., die theaterverrückt war. Die lud die Schauspieler an den Hof ein, plötzlich floss Geld in die Kassen, Stücke schreiben machte Sinn. Und dann brauchte man nur noch einen Platz, jenen Platz, an dem das alles stattfand und das ist dann, den übergehen wir heute. Und das ist dann das hier. Das war das Globe Theater. Und so sahen die Theater aus. Hatte einen Vorbau, das war die Bühne. Eine Empore. Und auf dieser Empore saßen die Musiker, die das ganze Stück eben musikalisch begleiteten. Auch das werden wir nachher erstmalig, einzigartig und nur ein einziges Mal versuchen. Das Globe Theater war eine herausragende Sache, wenn Sie es sehen wollen. Es ist Gott sei Dank vor ungefähr 20 Jahren wieder aufgebaut worden. Es steht 300 Meter versetzt. Es ist komplett so wieder gebaut worden, hat die modernste Sprinkleranlage der Welt, weil es mit Reetdach gedeckt. Es ist vorne offen und die Leute ohne Geld stehen im Regen. Das sind die Groundlings. Das sind auch die, die die Schauspieler mit Essenresten bewerfen, wenn es nicht richtig funktioniert. Ich bitte, diese Art des Realismus heute Abend zu unterlassen. Ansonsten kann ich dazu nur sagen, viel Vergnügen. Wir steigen jetzt einfach mal ein mit dem Stück, das uns für heute Abend, glaube ich, wie kein anderes gefällt, weil morgen sind wir nämlich da. Wir fahren nämlich morgen sozusagen in die Stadt, wo das Ganze spielt. Ja, wir müssen uns nämlich vorstellen, es sind die schottischen Highlands. Und jetzt stelle ich Ihnen vor, wer dieses Stück für Sie in den nächsten Minuten hier aufführen wird. Jetzt nun einmal alle diejenigen, die es hier für uns machen werden. Ein Mann. Ein Feldherr wie kein zweiter. Großartig in der Schlacht. Tapferer Krieger, Vetter des Königs, kein anderer als der Thane of Glamis. Ihren Jubel für Macbeth Samuel Ackermann. Dessen Ehefrau. Ehrgeizig, brutal, durchtrieben. Die böse Kraft hinter ihm,
Lady Macbeth, gespielt von Anya Herberts. Der beste Freund, ein weiterer Feldherr, siegreich in der Schlacht, auch ein Mann, dem Großes prophezeit werden wird, vom Freund zum Todfeind wandelnd, kein anderer als Lord Banquo, gespielt von unserem Musikmanager Erik Meyer. Verzeihung, natürlich unser Showmanager. Dann gibt es das Schicksal, die Kraft des Bösen. Die Prophezeiung wird ausgesprochen und das war gefährlich in der damaligen Zeit. Man glaubte damals an so etwas nämlich und Shakespeare steckte damit den Hals halb in die Schlinge. Drei Hexen, hier aus Platzgründen eine Hexe. Aber ich verspreche Ihnen, ein bisschen besonderer Applaus, weil die Darstellung der Hexe ist ein Mitreisender, genau wie Sie. Aber eine ausgebildete, herausragende Schauspielerin und Synchronsprecherin, ihren Jubel für Sabine von Rosenberg-Lipinski. Zwei schottische Grafen, aber zunächst einmal der Sohn des Königs, der designierte Thronfolger, der Prinz von Cumberland, Macbeth, großer Gegenspieler, kein anderer als Malcolm III. Von Schottland, gespielt von unserem Hoteldirektor. Der Fürst von Angus, ein mächtiger Graf, ebenfalls eine der wichtigen Figuren im Drama, hier gespielt von Andreas Schuld, unserem Music Manager. Seine königliche Majestät, King Duncan von Schottland, der Mann, der von Macbeth ermordet wird und der das ganze Drama ins Rollen bringt. Für Sie, Seine Majestät Duncan, der Erste von Schottland, gespielt von Andreas Schmidt. Zwei Fürsten. Andreas Schuld, Christopher Leisig. Und zuletzt noch ein dritter Fürst. Der Mann, der Macbeth töten wird. Macduff. Gespielt von Lutz von Rosenberg-Lipinski. Das Orchester der Spielleute. Leicht zusammengeschrumpft auf einen Harfenisten. Die Quer- und Tastenharfe der Renaissance spielt heute Abend für Sie kein anderer als Jens Heinrich Klaassen. William Shakespeare Macbeth, das Spiel möge beginnen. Das Jahr 1040. In Schottland tobt ein blutiger Bürgerkrieg. Der König von Norwegen mischt sich ein. Es kommt zur Schlacht. Die Schlacht wird nur erzählt werden von einem einzigen Feldherrn. Aber bevor die Schlacht beginnt, treffen sich auf dem Schlachtfeld drei Hexen und sprechen einen Zauberspruch. Damit werden sie von Anfang an das Schicksal aller handelnden Personen hier beeinflussen. Und sie nehmen Einfluss auf Macbeth. Drei Hexen, eine Heide. Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? Im Donner, im Blitze oder im Regen? Wenn der Wirrwarr sich neigt und sich im Kampfe der Sieger zeigt, das ist eh der Tag sich neigt. Wo der Ort? Die Heide dort. Macbeth wird dort sein.
fort. Die Schlacht. Die Schlacht. Die Schlacht beginnt. Und zuletzt sprechen die Hexen eine Inkantation, einen Zauberspruch. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Lass uns verschwinden in Nebelhöhen. Und genau mit diesem Satz betritt Macbeth das Schlachtfeld. Einen Tag, so hässlich und schön zugleich, sah ich noch nie. Welch ein Feld des Todes, welch blutige Ernte. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Schau dort, wer sind diese? Erscheinen wie Frauen, doch sind es nicht. Wie Ausgeburten einer anderen Welt. Sprecht, wenn ihr könnt. Wer seid ihr? Heil dir, Macbeth. Fürst von Glamis. Heil dir, Macbeth. Fürst von Cawdor. Heil dir, Macbeth. Der hiernach König werden wird. Bleibt! Ich befehle es euch. Erzählt uns mehr. Mein Vater starb in der Schlacht in meinen Armen. So bin ich also der Fürst von Glamis, ich weiß. Aber der Fürst von Cawdor lebt, ein edler Gefolgsmann des Königs. Und das Dritte, König zu sein, übersteigt jedes Hoffen. Die Erde hat Blasen, so wie Wasser. Und diese Zauberinnen dort, waren sie real? Oder haben wir beide von der Wurzel des Wahnsinns gegessen? Doch horcht, wer kommt dort? Seid ohne Furcht, gute Freunde! Ein Freund, der Frieden und gute Nachrichten bringt. Wahrlich, Freunde, ihr habt eine große Schlacht geschlagen. Der Ruhm eurer Taten dringt durch ganz Schottland. Kein Ritter im ganzen Königreiche ist euch im Kampfe gleich, werter Macbeth. Unser Herr, unser König will euch danken. Der König? Was sprecht ihr da? Werter Fürst, ihr habt recht. Ihr habt recht gehört. Senkt euer Haupt, beugt eure Knie. Hier kommt unser Herr, hier kommt unser König. Danke! Meine Fürsten, nicht ihr solltet knien. Es ist im Gegenteile an mir, euch zu danken. Macbeth, würdiger Cousin, tapferer Krieger, du hast mir diese Schlacht und auch mein Reich gewonnen. So will ich mich erkenntlich zeigen. Vom heutigen Tage an seist du Fürst von Glamis und Fürst von Cawdor geheißen. Der Fürst von Cawdor lebt, mein König. Was kleidet ihr mich in geborgte Gewänder? Jener, der bis heute der Fürst von Cawdor war, lebt. Dies ist wahr. Doch hat er uns verraten. Mit seinen Kriegern verstärkte er die Reihen der Rebellen. Mich, seinen geschworenen König, bedrohte er mit dem Tod. Sein Leben ist verwirkt. Noch an diesem Abend soll er sterben. Bringt mir seinen Kopf. Sein Land und Erbe sind verwirkt. Und mit seinem Titel grüß ich euch, Macbeth. Kann denn die Ausgeburt der Hölle Wahres künden? Glamis und Cawdor, wie von den Zauberinnen vorhergesagt,
Das Größte aber steht noch aus. Und so verabschieden sich die Fürsten von ihm. Man reitet zu seiner Burg und Macbeth lädt den König zum Abendessen ein. Er reist nach Hause, trifft dort auf sein Weib, seine Frau, und in seinem Kopf arbeitet es. Was hatten diese Hexen noch gesagt? Fürst von Glamis, Fürst von Cawdor, und du sollst König werden. Und nun begeht er einen großen Fehler. Das Ganze erzählt er seiner Frau. Ja, die Reaktion darf ruhig kommen. Shakespeareisches Theater ist Mitmachtheater. Geliebte, Herrin meines Herzens. Gebieter und Freund, seid ihr unversehrt? Gewiss, sei ohne Furcht. Es tut so gut, in euren Armen zu liegen, nach diesem Blutbad, dem Grauen der Schlacht und diesem seltsamen Zusammentreffen. Ihr sprecht in Rätseln, mein Gemahl. Wen habt ihr getroffen? Drei Zauberinnen. Sie begegnete mir in der Stunde unseres Sieges. Und ich erfuhr am eigenen Leibe, dass sie weit mehr als menschliches Wissen besitzen. Sie weissagten mir große Dinge, Fürst von Cawdor zu sein und dann König zu werden. Aber Gemahl, das ist doch wirres Geschwätz. So dachte ich. Als ich aber vor Verlangen brannte, sie weiter zu befragen, da zerflossen sie in Luft. Indem ich noch vor lauter Erstaunen gebannt war, kamen die Abgesandten des Königs und schließlich unser König Duncan selbst. Dieser grüßte mich als Fürst von Cawdor mit jenem Titel, mit welchem mich zuvor die Zauberschwestern angeredet hatten. Und weiter noch, so hatten sie mich doch danach als König, der ich werden wollte, gegrüßt. Welch große Prophezeiung! Welch strahlendes Wort! Ich halte es für gut, es dir zu erzählen, meine liebste Gefährtin, damit du deinen Anteil an meiner Freude hast und erfährst, welche Größe und Ehre auch dir versprochen ist. Denn wisse, meine Geliebte, Duncan kommt noch heute zu uns. Wann geht er wieder fort? Morgen, so gedenkt er. Nie soll die Sonne den Morgen sehen. Was sagst du da? Dein Angesicht, mein lieber Fürst, ist wie ein Buch. Schaut rein wie die unschuldige Blume, aber sei die Schlange, die darunter lauert. Für den, der kommt, soll gesorgt werden. Überlass das große Werk dieser Nacht mir. Es soll all unseren zukünftigen glorreichen Nächten und Tagen grenzenlose Macht verleihen. Wir reden noch darüber. Glamis, bist du mein Macbeth. Und nun auch Cawdor. Du sollst erhalten, was man dir versprochen. Doch fürchte ich die Milde deiner Natur. Du bist so angefüllt mit der Milch der menschlichen Güte. Zu zaghaft, um den nächsten Schritt zu wagen. Du bist nicht ohne Ehrgeiz. Doch fehlt dir jegliche Bosheit, an dein Ziel zu gelangen. Was du dir erhoffst, mache ich wahr. Drum kommt, ihr mörderischen Geister der Nacht! Seid mir zu Diensten! Der Rabe selbst ist heiser geworden, der Duncans unheilvolle Ankunft unter unsere Zinnen krächzt. Kommt an meine Brust, ihr mörderischen Geister, die ihr den Gedanken dient und vergiftet meine Milch mit Galle. Nehmt mir mein Geschlecht und füllt mich vom Scheitel bis zur Sohle randvoll mit schrecklichster Grausamkeit. Macht mein Blut dick, verstopft den Zugang zum Mitleid, auf das keine Reue meinen grausamen Vorsatz erschüttert. Komm, dichte Nacht, hülle mich ein in den Rauch der Hölle, was uns zum Ruhm gereicht,
sei mitleidlos getan. Einen König zu töten ist undenkbar. Das größte Sakrileg gegen die Menschen und gegen Gott selbst. Beide sind der Sache psychisch eigentlich nicht gewachsen, aber eher noch weniger als Sie, Macbeth, kommen Zweifel. Wenn es damit getan wäre, dass es getan ist, so wäre es gut. Wenn der Meuchelmord ohne Folgen wäre, mit einem Stoß, dass alles Sein und Ende käme, dann wäre es gut. Aber wie kann es getan sein? Der König ist in zweifacher Obhut. Erstens, weil ich sein Blutsverwandter und sein Untertan bin. Zweitens, weil ich als Gastherr jedem Mörder die Tür verschließen müsste und ich selbst das Messer führe. Und außerdem ist dieser König mild und tugendhaft, seine Herrschaft wie die eines Engels. Ein jedes Auge in Schottland wird seinen Tod beweinen. Was ist? Was gibt es Neues? Er ist fast mit dem Nachtmahl fertig. Warum habt ihr den Raum verlassen? Hat er nach mir gefragt? Gewiss. Was ist mit euch, Gemahl? Wir können es nicht tun. Duncan hat mich geehrt wie noch keinen zuvor. Er hat mich reich beschenkt. Ein jeder schaut mit Ehrfurcht zu mir auf. Das soll ich mit einer solchen Tat entweihen? Was ist mit deiner hohen Hoffnung, deinen Plänen? Sind sie verblasst und nichts mehr wert? Fürchtest du dich vor deiner eigenen Kühnheit? Wird dein Ich will von einem jammervollen Ich wag es nicht verfolgt und ausgelöscht? Ich bitte dich, sei still! Was hat dich dann bewogen, mir deinen Plan zu enthüllen? Was sprachest du vom Höchsten, dem Thron, um jetzt zu zaudern? Als du nach dieser Krone greifen wolltest, da warst du ein Mann. Nun sehe ich nur noch den dürftigen Schatten deiner Männlichkeit. Und wenn es uns misslänge? Uns misslingen? Schraub nur deinen Mut, so hoch es geht, dann wird es nicht misslingen. Wenn Duncan schläft, werde ich seine beiden Wachen mit Wein und Whisky überwältigen. Und wenn sie dann im Schlafe grunzend liegen, sollst du mit Duncan verfahren, wie immer es dir beliebt. Die Schuld der Wachen werden blutige Dolche beweisen. Die werde ich in ihren Händen getrost zurücklassen. Wer sollte denn je annehmen, dass sie es nicht waren? Wer sollte es wagen, etwas anderes anzunehmen, wo wir doch unser jammervolles Klagen und Weinen über seinen Tod laut genug erschallen lassen werden? Es sei, die Tat sei vollbracht. Geh nun und täusche die Welt mit heiterstem Aussehen und milden Worten. Ein falsches Gesicht muss zeigen, wer ein falsches Herz mit sich bringt. Der König sitzt beim Nachtmahl, er trinkt, er ist guter Laune. Banquo, der Freund von Macbeth allerdings, steht vor dem Saal und macht sich seine eigenen Gedanken. Und noch einmal spricht Macbeth mit seinem Freund. Macbeth und Banquo.
Wie spät ist es, mein Sohn? Der Mond ging bereits unter. Es ist tiefe Nacht. Die Kerzen werden entzündet und die Eule ruft die schwarzen Stunden aus. Schwere Müdigkeit liegt wie Blei auf mir. Und dennoch möchte ich nicht schlafen gehen vor lauter Angst, dass böse Träume meinen Schlaf verschatten. Horch, Schritte, wer ist da? Ein Freund. Mein Fürst Macbeth, noch auf zu dieser späten Stunde. Der König ist bereits zu Bett gegangen. Er war ungewöhnlich froh. Höchst zufrieden begab er sich zu Bett. Macbeth, ich träumte von den drei Zauberinnen. Was dich betrifft, so haben sie doch Wahres gesagt. Ich denke nicht an diese Hexen. Doch wenn sich eine ruhige Stunde findet, so können wir diese Dinge besprechen. Solange wünsche ich dir gute Nacht, mein Freund. Danke, Herr. Euch ebenfalls. Was sehe ich dort? Ein Dolch? Er lässt sich nicht greifen, nicht packen. Und doch sehe ich ihn. Was bist du? Eine Einbildung meines gequälten Geistes. Du wirkst so echt, wie dieser Dolch hier, den ich an der Hüfte trage. Du zeigst mir den Weg, den Pfad, den ich betreten muss. Ein Dolch voller Blut und der Weg hin zum Gemach des Königs. Nur Schritt für Schritt muss ich den Pfad beschreiten, der Unheil bringt und wo mir böse Träume drohen. Ich wollte, ich ginge hin und die Tat wäre schon getan. Die Totenglocke, sie läutet, sie schlägt den Tod der Nacht. Hörst du Duncan? Sie ruft dich schon. Weist dir den Weg zum Himmel oder zur Hölle? Macbeth begeht die Tat. Er dringt in das Gemach des Königs ein, die Wachen sind betäubt. Er tötet den König und unten auf dem Burghof wartet währenddessen seine Frau auf ihn. Was die Wachen betäubte, hat mich stark gemacht. Was sie benebelte, hat mich entflammt. Horch! Still! Die Eule, der Todesbote. Jetzt in diesem Augenblick ist Macbeth in seiner Kammer. Die Türen, sie sind geöffnet. Schnarchend spotten die Wachen ihres Amtes. Den Trank hab ich vergiftet. Tod und Leben streiten nun um ihren Besitz. Die Dolche legte ich meinem Mann bereit. Er musste sie finden. Hätte Duncan in seinem friedlichen Schlaf nicht meinem Vater geglichen, so hätte ich es selbst getan. Die Tat, sie ist vollbracht. Aber hört dich nicht, was ein Geräusch?
Nur die Eule. Ich hörte nur die Eule schreien. Still! Ruhig. Wer schläft im zweiten Zimmer? Donald Bain, Duncans Sohn. Bei den Wachen sieht's erbärmlich aus. Wen soll das wundern? Einer lachte im Schlaf. Der andere wimmerte so, dass sie einander weckten. Ich aber stand stille und sie schliefen wieder ein. Im Nebenzimmer, da ward gebetet und ich stand still mit meinen Henkersdolchen. Ich lauschte und wollte mit ihnen beten, doch ich konnte nicht Amen sagen. Ich konnte nicht Amen sagen! Still, denk nicht darüber nach. Warum konnte ich nicht Amen sagen? Gottes Gnade hätte mir Not getan. Doch ich konnte nicht Amen sagen. Mir war, als hörte ich es schreien. Schlaf nicht mehr. Macbeth tötet den unschuldigen Schlaf. Durch das ganze Haus rief es. Schlaf nicht mehr. Glamis mordet den Schlaf. Und darum soll Cawdor nie mehr schlafen. Da war nichts. Da rief niemand. Was denkst du so hirnkrank darüber nach? Nimm etwas Wasser und wasch von deinen Händen das blutige Zeugnis. Was brachtest du die Dolche mit herunter? Bei den Wachen sollen sie liegen. Färbe deren Hände mit dem Blut. Los, geh hin, bring sie. Ich kann es nicht. Ich kann nicht gehen. Ich will das nicht mehr sehen. Oh, welch schwache Willenskraft. Das sind nur Bilder, Schlafende, Tote, alles einerlei. Nur Kinder fürchten den gemalten Teufel. Ich nehme die Dolche. Meine Hände nun so blutig wie seine. Der Diener Kleider färb ich damit rot. So bezeugen Sie des Mordes Schuld. Der König ist ermordet, die Schuld schiebt Macbeth erst den Wachen und dann den beiden Söhnen des Königs zu. Alle fliehen außer Landes. Macbeth selber wird zum König ausgerufen und er gibt ein Bankett. Doch vorher gibt er zwei Mördern den Befehl, Banquo zu töten. Warum? Banquo hatte auch eine Prophezeiung bekommen, nämlich diejenige, nicht selber König zu sein, aber Vater von Königen. Banquo wird ermordet, es kommt zum Bankett, die Fürsten des Reiches treffen sich, ein Platz wird für Macbeth freigehalten. Als er kommt, sieht er dort eine Figur. Als er sagt, hier ist kein Platz für mich, dreht sich ein blutüberströmter Geist um, er erkennt Banquos Geist, gerät in Raserei, die Grafen gehen verwirrt von der Stätte und erste Grafen beginnen, ihn zu verlassen. Es kommt langsam zum Höhepunkt und zum Ende des Dramas. Macbeth will sich noch einmal vergewissern und noch einmal sucht er die Hexen auf. Er begibt sich in die Höhle der Hexen, wo eine Art Hexensabbat stattfindet und er fragt dann nach drei Prophezeiungen. Er will wissen, wie sein Schicksal sich weiter vollzieht. Die Höhle der Hexen. Dreckige Schlange, Schweif und Kopf, Brat und Koch im Zaubertopf, zäher Saft des Bilsenkrauts, Eidechsbein und Flaum vom Kauz, mächt'ger Zauber würzt die Brühe, Höllenbrei im Kessel glühe, spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe, Feuer sprühe, Kessel glühe. In des Mondes Finsternissen, Hand des neugeborenen Knaben. Dich soll nun der Kessel haben, Tiger eingeweiht hinein und der Brei wird fertig sein. Spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe, Feuer sprühe, Kessel glühe. Thank you.
Macbeth. 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 Scheu Macduff, den Graf von Fife. Macbeth. Macbeth, Macbeth. Sei blutig und kühn. Dir schadet keiner, den ein Weib geboren. Walter. Macbeth. Macbeth. Macbeth, sei löwenkühn und stolz. Nichts darfst du scheuen. Macbeth wird nie besiegt. Bis einst der große Burnhamswald zu Dunsinane feindlich emporsteigt. Macbeth macht die Prophezeiung der Hexen wahr. Er will Macduff töten, dieser schafft es nach England zu entkommen, aber er bringt die Familie des Grafen um. Er tötet die Frau und alle Kinder von Macduff. Er beginnt eine Blutherrschaft, weil ihm kann ja nichts mehr passieren, denn solange nicht ein ganzer Wald gegen sein Schloss entgegenmarschiert, kann er nicht verlieren. Und niemand, den eine Frau geboren hat, soll ihn jemals töten. In England aber sammeln sich die Grafen und in der Burg selber verliert seine Frau den Verstand. Getrieben von Ängsten und getrieben von der Schuld des Königsmordes verfällt seine Frau langsam in Wahnsinn und begeht Selbstmord. Da ist noch ein Fleck. Verdammter Fleck! Fort, sag ich! Die Hölle ist finster. Pfui, mein Gemahl! Pfui! Ein Soldat, aber furchtsam. Was haben wir zu fürchten, da niemand uns für unsere Gewalt zur Rechenschaft ziehen kann? Aber wer hätte gedacht, dass der gütige und reine Duncan noch so bluten kann. Macduff hat ein Weib. Wo ist sie nun? Ah! In diese Hände, der niemals rein werden. Nichts mehr davon, mein Gemahl. Nichts mehr davon. Du verdirbst alles mit deinem Verhalten. Noch immer riecht es hier nach Blut. Wasch deine Hände, zieh dein Nachtkleid an. Sieh doch nicht so blass aus. Ich sag es dir noch einmal, Benko ist tot und begraben. Er kann aus seiner Gruft nicht herauskommen. Zu Bett. Es wird ans Tor geklopft. Komm. Gib mir deine Hand. Was geschehen ist, ist geschehen. Zu Bett! Die Armee der Engländer und der abtrünnigen schottischen Grafen marschiert gegen das Schloss von Macbeth. Heute Inverness Castle, damals genannt Burg Dunsinane. Die Truppen marschieren heran und Macbeth macht sich bereit, ihnen entgegenzutreten. So pflanzt unsere Banner auf die äußere Mauer. Denn immer lautet der Ruf, sie kommen! Lasst ihr gesamtes Heer durch die Stärke unserer Burg zum Gespött werden. Was kümmert's mich? Denn keiner, den ein Weib gebar, tötet Macbeth. Und niemals soll Dunsinane fallen, rückt nicht der Wald von Burnham vor. Doch dann ein Ruf von den Zinnen. Ein Soldat ruft, Herr, kommt nach oben. Schaut, das müsst ihr sehen. Er eilt auf den Burgturm.
Die Soldaten der Engländer und der Schotten haben Zweige des Waldes abgebrochen, halten diese vor sich, um ihre Stärke zu verbergen. Und so rückt also der Wald von Burnham gegen sein Schloss vor. Die Nacht ist voller Schatten. Doch kommt stets ein neuer Morgen und noch ein Morgen und ein weiterer Morgen. Was sagten die Zauberschwestern? Macbeth, sei blutig. Macbeth, sei grausam. So viel Blut. Zu viel Blut. Ich habe am Tisch des Grauens mich satt gegessen. Das Leben ist nichts anderes als ein wandelnder Schatten, eine Geschichte voller Raserei und Wahnsinn, erzählt von einem trunkenen Narren. Und es bedeutet gar nichts. So gibt er den Befehl, einen Ausfall zu wagen. Er führt seine Truppen vor die Burg, kämpft, tötet jeden, dem in den Weg kommt. Doch dann trifft er auf dem Schlachtfeld auf den Mann, dessen Frau und Kinder er ermordet hat. Er trifft auf dem Schlachtfeld auf Macduff. Sie haben mich an einem Pflock gebunden. Ich kann nicht fliehen, sondern muss den Bären gleich zum Kampf mich stellen. Es sei, wenn ihr den Mut besitzt, so kommt! Ihr wart von Weibern geboren, euer Schwerter lach ich! Ihr seid keine Gefahr. Hier stehe ich, Macduff. Zeig mir dein Gesicht. Stirbst du nicht durch mein Schwert, so werden mich die Geister meiner Kinder ewig quälen. Nur du und ich, Macbeth, lass es uns enden. Wo ist der nicht gewahr von einem Weib geboren? Denn keiner, den ein Weib gebar, soll jemals Macbeth überwinden! So hast du deinen Meister wohl gefunden. Denn wisse, Macbeth, dass ich, Macduff, noch vor der Zeit aus dem Leibe meiner Mutter herausgeschnitten wacht. So erkennt Macbeth in letzter Minute, dass er von den Hexen betrogen worden war. Der Wald von Burnham rückt gegen sein Schloss vor und Macduff tötet ihn in der Schlacht. Und so endet das Drama Macbeth von William Shakespeare. Meine Damen und Herren, die Darsteller, ihre Schauspieler an der Stätte. Ich bedanke mich zunächst einmal bei unserem Hauptfinisten Jens Heinrich Klaassen. An der Technik, am Licht. Eine herausragende Leistung von der gesamten Technik-Crew, vom Shane, vom Thorsten, von der Sander und vom Peer, der den Flies gespielt hat. Danke euch. Für euch an der Stätte König Duncan und dann Schmitty, Graf Angus, Andreas Schulz, für euch an der Stätte Banco Erik Meyer. Prinz Malcolm von Cumberland, für euch Christopher Leikauf. Applaus
für euch, die charmanteste Hexe, die wir auftreiben konnten, Sabine von Rosenberg-Lipinski. Der großartige MacDuff, vielen Dank an Lutz von Rosenberg-Lipinski. Lady Macbeth, Anja Herberts. Und Macbeth, der Fürst von Cawdor, Samuel Ackermann. Gut. Geh mal.